Die Königspfalz-Helfta wird seit dem letzten Jahr durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalts erforscht. Die diesjährige Grabungskampagne widmete sich den Überresten des Palatinums, des Hauptgebäudes der Pfalzanlage. Darüber wurde an einem Pressetermin am 26. September berichtet. Begrüßt wurden die Interessierten von Dr. Alfred Reichenberger, dem stellvertretenden Landesarchäologen und Pressesprecher, der das Wort an den Projektleiter Professor Dr. Felix Biermann übergab. Er berichtete, dass sich auf dem Ort der Pressekonferenz und dem daneben liegenden Hügel im frühen und hohen Mittelalter eine Burg, eine ausgedehnte Siedlung und in der Epoche der ottonischen Könige und Kaiser eine Königspfalz befand, in der sowohl der ostfränkische König und römische Kaiser Otto I. als auch sein Sohn und Nachfolger Kaiser Otto II. Mehrfach aufhielten. Heute ist davon an der Oberfläche nichts mehr zu sehen. Nach der sensationellen Wiederentdeckung der von Otto dem Großen vor 968 gegründeten Radegundiskirche im vergangenen Jahr konnten in der diesjährigen Grabung die Überreste des Hauptgebäudes der Pfalz, des Palatinums, aus dem 10. Jahrhundert freigelegt werden. Das mit mindestens 20 Meter Länge und 7 bis 12 Meter Breite sehr große, in mehrere Räume unterteilte und ehemals zweistöckige Steingebäude in prominenter Position, gleich nordwestlich der Radegundiskirche, kann man mit seinen vermörtelten Sandsteinmauern, sorgfältig verputzten Wänden und mehreren Eingängen als ein zentrales Element des ottonischen Pfalzkomplexes bezeichnen. Der Bau wurde schon bald nach der Jahrtausendwende abgetragen, als der Ort seine Bedeutung für die Kaiser verlor. Grundmauern und Ausbruchgruben verblieben aber am Boden, nur knapp unter der Flugtiefe. Die Ausgrabungen gewähren überdies wichtige Einblicke in die Bebauung, die Befestigung, die Wirtschafts- und Siedlungsstrukturen der ottonischen Pfalz und ihres Vorgängers, der karolingerzeitlichen Helpideburg, sowie in die weitere Nutzung des erst in der frühen Neuzeit endgültig aufgelassenen Ortes. Die Bedeutung des karolingisch-ottonischen Machtstützpunktes unterstreichen erneut zahlreiche Funde, darunter Gewandspangen, Tracht- und Schmucksachen, Münzen, große Mengen von Keramik, Tierknochen und ähnliches. Alles in allem nach Aussage der Archäologen eine außergewöhnliche Fundstelle.